Nachdem bereits seit Monaten Patentskizzen durchs Netz gegeistert sind, ist es jetzt endlich soweit. Am 1. September hat Yamaha sein neues Side-by-Side präsentiert und versprochen, damit neue Maßstäbe zu setzen. Entgegen den Gerüchten im Internet trägt das Fahrzeug allerdings weder den Beinamen SS noch Banshee, sondern heißt schlicht YXZ1000R. Daher kommt die Yamaha mit einem kompakten 998 Kubik großen Dreizylindermotor. Yamaha verspricht eine Top-Leistung, nennt aber keine Zahl. Das kompakte Triebwerk dürfte mindestens 120 PS stark sein. Interessant ist aber nicht nur das Triebwerk, sondern auch die Schaltung. Ein Fünfganggetriebe, das, wie im Rallye-Auto, sequenziell geschaltet wird, womit die Yamaha YXZ1000R ohne Riemen auskommt. Entsprechend auch das Fahrwerk, die Fox-Stoßdämpfer bieten mehr als 400 mm Federwege. Neue Wege auch bei den Reifen. Die 27-zölligen Bighorns hat Maxxis speziell für Yamaha entwickelt. Zur Sache geht's bereits im Cockpit, dessen Layout von Kampfjets inspiriert ist. Unter dem Rohrrahmen sitzt ein robuster Unterbodenschutz, der Servicearbeiten auf einfache Weise ermöglicht. Die Yamaha YXZ1000R soll in Kürze bei den Händlern im deutschsprachigen Raum verfügbar sein. Einen Preis hat Yamaha noch nicht bekannt gegeben, er dürfte bei rund 25.000 Euro liegen. Zu guter Letzt hat Yamaha seinem neuen Supersport Side-by-Side LED-Beleuchtung spendiert.